Diebe noch gesteckt, dass wir uns vielleicht in Ungoldsbeard umsehen sollten. Wenn wir noch bessere Ausrüstung brauchen, um gegen Sarivok anzukommen. Zaubern ist nicht so einfach, wie es bei mir aussehen mag. Ich bin müde. Ihr braucht nur zu fragen. Selbst einem Zwerg geht irgendwann die Puste aus. Oh, jetzt sind wir wirklich mal alle müde und das kommt von der Hast. Ich muss mich ausruhen. Eine Frau braucht ihren Schönheitsschlaf. Ja, wir gehen jetzt erst in den Tempel. Uns hochheilen. Ich werde träge und brauche Ruhe. Und dann gehen wir zu den drei Fässern. Wie ihr wünscht. Der Wachsame kennt alle eure Sünden. So, geheilt sind wir schon mal. Worum geht es, wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Dann zu den drei alten Fässern schlafen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Hat sie etwas gesagt? Ja. So. Trinken wir mal einen. Sieht so aus, als wäre das Eisenproblem in Nashke gelöst. Eine Gruppe von Söldnern ist in der Mine rein und hat mit der Ursache des Ärgers aufgeräumt. Tapfere Leute, so einfach da reinzugehen und das zu bekämpfen, was auch immer da unten war. Ja. Obwohl ihr von allen verfolgt werdet, habt ihr in dieser Nacht etwas Ruhe gefunden. Doch selbst im Traum werdet ihr von jemandem gejagt. Heute Nacht seid ihr das Monster, für das euch jeder hält. Der Kobold, der wie eine Ratte verachtet wird. Der Oger, der unschuldige Kinder um ihren Schlaf bringt. Der aufgebrachte Mob ist mit seinen Fackeln hinter euch her und zählt euch zu den wilden Tieren, die ihr einst selbst gejagt habt. Zumindest will euch jemand das glauben machen. Und wieder hört ihr die Stimme. Eine Stimme, die ihre Herkunft jetzt nicht mehr verbirgt. Sie spricht vom Schicksal und von der Natur. Und vom Bösen, das einem im Blut liegt. Sie sagt, dass ihr euch niemals vom Mob befreien könnt, das euch wegen eurer Herkunft verfolgt. Mord und Tod fließt durch eure Adern. Und wenn ihr diese Tatsache akzeptiert, wird euch angeblich große Macht zuteil. Ihr könnt die Essenz Baals in euch nicht einfach ignorieren. Doch ihr habt dies nicht ignoriert. Ihr wisst, dass ihr seit jeher versucht habt, das Blut in euren Adern zu bekämpfen, Dolch und Kralle einen Sieg abzuringen, und letztendlich habt ihr triumphiert. Mit rechtschaffener Willenskraft habt ihr die bösen Kräfte in euch zum Guten gewendet. Was auch immer der Ursprung eures Daseins sein mag, ihr habt euer Wesen selbst geprägt. Mit leeren Drohungen, was die Stimme jedoch nicht weiß, versucht sie, Zweifel in euch zu sehen. Doch in eurem Gewissen können sie keine Wurzeln schlagen. Zu schwach, um euren beharrlichen Blick zu ertragen, verschwindet die Stimme langsam aus euren Gedanken. Eine Warnung entgeht euch jedoch nicht. Sie spricht von anderen, die zuhören werden, wo ihr eure Ohren verschlossen habt, die das aufnehmen werden, was ihr abgelehnt habt, und wieder anderen, die euch den Tod bringen werden. Diese Beschreibung trifft nur auf einen zu, und ihr wisst mit Sicherheit, dass es sich nur um diesen Mann handeln kann. Er, der euren Untergang geplant und eure Gefährten getäuscht hat, und der es verdient, dass ihr in seiner gerechten Strafe zuführt. Sarivok. Er ist das Unheil, von dem die ganze Schwertküste befreit werden muss. Ihr erwacht mit der Gewissheit darüber, was zu tun ist und wer der Vollstrecker sein wird. Ihr selbst. Ja.
Und damit haben wir noch einmal Dings gelernt. Heilige Macht. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen. Was ich auch mal vielleicht öfter benutzen sollte. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, dann machen wir uns jetzt aber erstmal auf zu Ulgots Beard. Und damit in die Legenden der Schwertküste. Oder die Geschichten der Schwertküste. So. Das Dorf Ulgots Bad liegt an den Ufern des Flusses Gjonta. Etwas flussabwärts von Baldurs Tor, kurz vor der offenen See. Die mit Bauernhöfen übersäte Landschaft ist friedvoll und ein sicherer Hafen im Vergleich zum Tumult an der Schwertküste. Dies kann jedoch von Ulgots Bad selbst in letzter Zeit nicht gesagt werden. Aus dem einfachen Fischerdorf dringen seit neuestem die tollsten Gerüchte über einen altertümlichen Kult, der wieder aufkommt. Bisher nicht bestätigende Erzählungen über ein mörderisches Geschöpf gehen um, das durch das Dunkel der Nacht schleicht. Und vom merkwürdigen Vorgehen im Haus von Chandala, dem mächtigen exzentrischen Magier, der sich in diesem sonst so verschlafenen Dorf niedergelassen hat. Auch habt ihr gehört, dass von Ulgots Bad Ausflüge zum sagenumwogenen Turm vom Durlak unternommen werden und dies ein Ort sei, an dem Abenteuer sich wahrlich beweisen können. Vielleicht bereitet euch eine solche Prüfung besser darauf vor, die Dunkelheit zu bekämpfen, die Schwertküste zu zerstören droht. Und euch mit ihr. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, Ulgots Bad. Ist, soweit ich weiß, nicht groß. Ich fühle mich so mit Vergnügen. Worum geht es dir? Ihr braucht nur zu fragen. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Ja, Geld können wir. Wobei, Safana ist ein Langfinger, die nimmt Geld mit. Nur ein Kettenhemd und ein Langschwert. Und die Geschichte von Armen. Ja, ihr braucht nur zu fragen, wie ihr wünscht. Hallo, Duschei. Aber ja, gucken wir mal kurz. Der Aufstieg Sarivok. Das ist eigentlich so unsere Hauptquest noch, die wir haben. Sarivok ist der Diebesgilde entflohen in ein Labyrinth entkommen. Das Labyrinth führt zur Unterstadt einer alten Siedlung, die einst dort stand, wo heute Baldurs Tor ist. Es scheint er beabsichtigt, auch seine letzte Verteidigung aufzubauen. Die Großstadt ist einfach wundervoll. So viele leichtgläubige und dumme Menschen auf einmal. Ja, hier ist nichts mehr. Hier ist auch nichts mehr. Gehen wir mal alle durch. Also im Prolog ist alles abgeschlossen. In Kapitel 1 ist auch alles abgeschlossen. Hier ist auch alles abgeschlossen. Hier sieht auch alles abgeschlossen aus. Yep. Hier ist auch alles abgeschlossen. Hier auch. Und jetzt sind wir hier. Es werden bestimmt immer mehr Geschichten über meine Taten verbreitet. Doch bin ich mir nicht sicher, ob mir die Bezeichnung Söldner gefällt. Tandem in Extremis. Belt bekam mit Hilfe seiner magischen Kräfte heraus, dass Sarivok sie zur Diebesgilde teleportiert hat. Er schlug vor, dass wir ihn dort verfolgen und töten sollten. Ich muss ihm da zustimmen. Es ist wahrscheinlich der einzig mögliche Weg für uns. Die Nachricht meines kürzlichen Missgeschicks in Kerzenburg scheint Baldurs Tor erreicht zu haben. Die flammende Faust hat einen Preis auf meinen Kopf ausgesetzt. Und ich bin sicher, dass mehr als ein Privatsöldner an mir Interesse hat. Sicherlich ist es am besten, mit Vorsicht vorzugehen. Mhm. Für euch tue, wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Mit Vergnügen. Worum geht es? Okay, hier ist eine Bürgerin, da sollten wir nicht einfach Zeug klauen. Ihr braucht nur zu fragen. Gut, gucken wir mal, was Duschei zu sagen hat. Es war mir eine Ehre, Ihre Bekanntschaft. Ich versuche gerade zu meditieren, Abenteuer. Kommt später wieder. So, was ist mit Ilke? Tretet näher, tretet ruhig näher.
Tretet näher, Leute, und hört die Geschichte des Schreckens, der vor euch liegt. Kommt mit mir, dem außerordentlichen Abenteurer Ilke Kaskadion Wender, der eine neue Gruppe tapferer Seelen durch den Schlund der Gefahr in den Reichen führt. Wir werden zu Dulaks Turm gehen und die dort Zeugen der Gefahren sein, die hunderte von tapferen Männern und Frauen das Leben gekostet haben. Seht die Schrecken der verräterischen Fallen, fühlt die Anwesenheit der längst Verstorbenen, bestaunt die wunderbaren Reichtümer, die dort vergraben sind. Doch für ängstliche Naturen sind dies nicht geeignet. Ich werde keine Verantwortung übernehmen, wenn jemand an Herzversagen während oder nach unserem Ausflug stirbt. Kommt herbei, einer nach dem anderen. Ah, ihr guten Leute von edlem Blut, die ihr dem Schicksal den Federhandschuh entgegenwerft, kommt und ihr werdet Zeugen der Extreme, durch die ein Mann sein Eigentum schützt. Ich mache euch einen Sonderpreis von 60 Goldmünzen für eure ganze Gruppe. Nicht, dass ihr es nötig hättet. Wir haben kein Interesse an eurem Abenteuerausflug, Werbetrommler. Das ist zu viel Geld für uns. Abgemacht, Herr, wann geht's los? Was füllt meine Quote für diese Führung? Los geht's, denkt daran, euren Lieben einen Abschiedskuss zu geben und dann vielleicht werdet ihr sie niemals wiedersehen. Wir treffen uns am Fuße des Turms. Ohne mich würdet ihr garantiert getötet werden, durchfürchtet euch nicht. Ich kann jene Räume betreten, die andere aus Angst meiden. Ja, Durlaks Turm, der ist da drüben. Und wir haben eine Führung in Durlaks Turm gekriegt. Ich habe einen Burschen namens Ilke getroffen, der Führung in Durlaks Turm anbietet. Sieht ganz so aus, als wenn sie eine Art Touristenattraktion aus der alten Todesfalle gemacht hätten. Ich will die Tour auch mitmachen und sollte Ilke so schnell wie möglich am Turm treffen. Da wird schon nichts passieren. Sie würden ja keine Reute reinlassen, weil es immer noch gefährlich wäre. Das ist aber das, was wir als allerletztes machen. Also, wenn ich es mir so ansehe, wird Vikonia keinen Stufenaufstieg mehr bekommen. Safana wird noch einen bekommen. Nera wird noch einen bekommen. Und ich werde auch noch einen bekommen. Und Dorn und Kegain auch. Ja? Wirtshaus in Ugoths Beard. Wie ihr wünscht. Ich habe von euch gehört, ihr habt ein merkwürdiges Auftreten und ich kann ganz schön weit gehen. Ich kann euch brauchen. Was sagt ihr dazu? Ich weiß nicht, wer ihr seid. Stellt euch vor, dann werden wir. Dann sehen wir, ob ich euch helfen kann. Ich habe keine Zeit für euch, alter Mann. Wer auch sein mögt, ich bitte euch höflichst, mich in Ruhe zu lassen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, ob ihr der seid, der vorgibt zu sein. Tragt euer Anliegen vor, dann werde ich es wissen. Nehmen wir die Eins. Ich bin Shandala und ich bin der Wohltäter dieses Ortes von Haus aus. Hier ist mein Heim und hier liegen meine Hauptinteressen. Ich interessiere mich für jeden, der hier vorbeikommt und ihr seid darüber hinaus wirklich interessant. Ich hätte gerne, dass ihr einen Auftrag für mich ausführt. Bloß eine Kleinigkeit, aber etwas, für das ich selbst keine Zeit erübrigen kann. Ihr müsst dafür an einen anderen Ort gehen und einen Gegenstand von mir holen. Ganz einfach. Und wenn ihr erfolgreich seid, werde ich nur besser von euch denken. Was meint ihr dazu? Warum wollt ihr, dass ich diesen Auftrag ausführe, wo ihr es auch selbst mehr als fähig dazu zu sein scheint? Ich werde tun, was ihr verlangt. Wann soll dieser Auftrag ausgeführt werden und wohin soll ich gehen? Ich mache solchen Geschichten aber nicht umsonst. Ihr müsst mir schon etwas bieten oder ich hau euch den Lohn aus den Knochen. Bietet ihr eine angemessene Belohnung für den nächsten Auftrag? Ist wahrscheinlich. Da ist erstmal euer Leben und dann gehört euch alles, was ihr an euch bringen könnt. Alles über das hinaus, worum ich euch bat, ist euer. Reicht euch das? Ja, wir werden sofort aufbrechen. Da seid ihr also bereit zum Aufbruch. Wenn ihr meinen Umhang gefunden habt, kehrt ihr dorthin zurück, wo ihr angekommen seid. Dann werdet ihr durch diesen Schlüsselstein frei zurückkommen. Los geht's. Und klönk sind wir weg. Nur Kegain nicht, der will nicht, schon wie es aussieht. Der läuft weg. Ihr seid von Shandala weit in den Norden auf eine Insel teleportiert worden, die zwischen dem Treibeis im östlichen Ozean verborgen liegt. So, der Eisbär will nichts von uns.
Okay. Wir haben hier einen Schlüsselstein. Dieser Schlüsselstein ist Bestandteil eines Zaubers der Rückrufart. Wenn der Besitzer des Steins dazu noch Chandalas Umhang besitzt, wird der Stein aktiviert und transportiert Besitzer und seine Begleiter zurück zu Chandala. Der Zauber dieses Steins funktioniert nur unter freiem Himmel. Mhm. Ihr braucht nur zu fragen. Also ja, es gibt einen Höhleneingang und wir sind im Meer. Kleine Kugel der Unverwundbarkeit. Kleine Kugel der Unverwundbarkeit ist durch Schild geschützt. Ist durch ein Schild geschützt. Ist vom normalen Geschossen geschützt. Lasst sie uns ordentlich verdächtigen. Oder vielleicht frostigen Tod! Ich höre zu. Wie